In dieser Lektion zeige ich dir, wie du Materialien, Texte, aber auch Bilder aus dem Internet mit Wert neu gestalten kannst. Natürlich ist es keine Eigenleistung, einfach einen Text zu kopieren und neu zu gestalten, aber es geht ja hier mehr um die Grundtechnik, wie kann ich layouten mit Word. So soll das Endprodukt aussehen. Es hat also einen größeren Titel, eine Quellenangabe, dann einen sogenannten Lead, also den Einleitungstext, der sich über die ganze Seite erstreckt, und nachher in zwei Spalten den Haupttext. Dabei ist ein Bild eingebettet, das genauso breit ist wie eine Spalte, und das Bild hat eine Bildunterschrift.